Big Fish Games. Elephant Games. Grim Tales, The Legacy. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zum neuen Alles ist möglich Let's Play. Willkommen zurück zu Grim Tales. Wir haben ja tatsächlich, ich habe es gerade mal nachgeguckt, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir den ersten Teil gespielt, Grim Tales, Die Braut. Jetzt spielen wir also Grim Tales Teil 2, Das Vermächtnis. Ich habe das damals ja im Double Pack gekauft. Und ja, ich dachte mir, jetzt wo wir mit Deponia fertig sind, geben wir uns nochmal wieder richtig harte Rätselkost und eine unfassbar krasse Story. Also bitte, wer empfindlich ist, vielleicht sterben hier Charaktere, die man lieben lernt, dann bitte abschalten. Ihr wisst, Grim Tales ist da ganz weit vorne. Nee, Spaß. Es wird natürlich wieder, vermutlich wie der erste, eine etwas katastrophale Story. Katastrophale Aussetzer meinerseits, aber hoffentlich auch ein bisschen Spaß und Freude. Ich muss sagen, ich habe wirklich Bock auf dieses Spiel. Ich weiß exakt nicht warum, aber ich hatte im Großen und Ganzen ja wirklich Spaß am ersten und hey, ich denke, wir probieren es einfach mal. Wird ja auch nicht allzu lang dauern. Wir haben ja für den ersten gerade mal 20 Folgen gebraucht. Da sind wir also schnell durch. Jo, genug gelabert, los geht's. Wir suchen uns den Modus aus. Ich habe mir schon überlegt, wir nehmen den fortgeschrittenen Modus. Keine Angst, es ist dann nicht so viel schwerer, aber der entspannte Modus ist mir exakt wirklich zu langweilig und mit dem fortgeschrittenen Modus kommen wir vielleicht sogar auf 40 Folgen, wer weiß. Wir werden sehen und jetzt beginnt es. I haven't seen my sister in many years. She has a son I've never met. I received an invitation for his christening. I wouldn't miss it for the world. I can't wait to see her again. It's been far too long. Das war knapp. Mein Auto hat es ziemlich erwischt, aber mir geht es gut. Ich sollte besser hineingehen. Ach so, war ein Unfall. Also im Moment, ich also Unfall ist passiert, das war jetzt sehr stark inszeniert. So, wir sind also zurück bei Grim Tales, schön. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob die eben gezeigten Personen auf dem Bild, sind das diese, wie sie heißt, weiß ich nicht mehr, er hieß doch, ne, ich weiß noch nicht, wer er hieß. Nein, wir haben ja in Grim Tales die Braut schon diesen, ihren den Verlobten und, glaube ich, unsere Schwester oder unsere Tochter gesucht, ich weiß es gar nicht. Vielleicht sind das ja die gleichen, ich weiß noch nicht, ob wir die gleiche Person sind, aber wie gesagt, die Story ist ja eh nebensächlich. Grays Schloss, doch, so hieß der Typ. Der Typ ist Gray mit Nachnamen. Richtig, richtig. Das heißt, wir besuchen also unsere Tochter, unsere Schwester und ihren Verlobten, oder beziehungsweise ihren Mann wahrscheinlich mittlerweile, mitsamt Sohnemann. Diejenige, die wir damals aus den Klauen unseres Vaters des Dämons gerettet haben. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja, gut. So, hier haben wir ein Schlagloch und einen Frosch. In dem Schlagloch steckt etwas, aber ich kann es nicht erkennen. Das ist eine Frosch, du blinde Tante. Meine Güte, es geht schon wieder gut los. Die Scheinwerfer sind schmutzig und das Licht ist zu schwach. Wenn ich sie säubere, kann ich das Schlagloch sehen. Ah. Die Logik geht ja wieder. Vor allem, guck mal, hier leuchten die Lichter. Oh Mann. Feiern Sie mit Luisa hieß sie. Mit Luisa und John Gray, die Taufe ihres Sohnes. Ja, genau, das sind die beiden. Sie haben wir gerettet. Ach, die sehen ja sehr nett aus, das muss ich sagen. Ich hoffe, dieser Sturm ruiniert nicht die Taufe meines Neffen, ja. Gut, was haben wir denn hier? Fässer auf der Straße. Oh, und gleich das erste Wimmelbild. Das freut mich natürlich. Ihr wisst ja, da bin ich immer sehr gut drin. So, was brauchen wir denn? Biene, Gartenzwerg, Chilischote sehe ich hier schon mal. Dann ist hier der Zug. Hier haben wir den Marienkäfer, den wir nicht brauchen. gut, was brauchen wir sonst noch? Kleeblatt, Wurfstern. Brauchen wir den zufällig? Da ist ein Kleeblatt. Brauchen wir dieses Messer? Jawohl, auch wenn es eine Machete ist. Krebs, Tomate, Zug. Den Krebs habe ich gerade irgendwo gesehen. Habe ich nicht. Hier ist eine Granate, die brauchen wir aber auch nicht. Oh Gott, ein Hamster ist der goldig. Hier eine Feder, brauchen wir auch nicht. Ich sollte mich ein bisschen orientieren, was wir eigentlich brauchen. Pilz, Dartpfeil, das sind Eier, die brauchen wir auch nicht. Hier liegt ein Scharfschützengewehr, stelle ich gerade fest. Oder zumindest sowas ähnliches. Jagdgewehr wahrscheinlich. Wurfstern, Muschel. Ach, guck mal, das ist der Zwerg. Frosch, Biene, Auto, Schnecke. Ach, das war die Muschel. Ich klicke gerade immer so wild auf irgendwas, was ein bisschen aussieht, wie man es brauchen könnte. Und
Ah, da ist der Pilz. Da ist der Wurfstern. Dartpfeil, Krebs und Tomate. Dartpfeil müsste ich doch eigentlich schnell finden, ich als alter Dart-Profi. Ach, da ist der Dartpfeil. Krebs, Tomate und Biene. Ich meinte, ich hätte den Krebs schon gesehen, aber anscheinend ja doch nicht. Ah, da ist die Biene. Tomate kann auch nicht so schwer sein. Das ist ja hoffentlich keine Tomate hier, das ist ein Apfel, ne? Ja, da ist die Tomate. Da sind noch mehr Tomaten, das sind Kirschen. Ich verwechsel das immer. So, Krebs noch. Der ist garantiert irgendwo im Wasser. Jo. Ihr kennt das ja noch aus dem ersten Teil. Wer den nicht gesehen hat, müsst ihr unbedingt angucken, sonst kommt ihr mit der Story nicht mit. Ist nur Spaß. Grimtails hat, wie erwähnt, nicht die tiefgründigste Story. Wo ist denn der verdammte Krebs? Ach, da. Guck mal, zwischen den Blättern. Gut gemacht, vielleicht ist dies noch nützlich. Die Machete nehmen wir mit, endlich mal was Sinnvolles. So, das haben wir also. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Hä? Da oben ist bestimmt etwas Nützliches, aber ohne Leiter komme ich nicht hinauf. Ach, wir können aber auch einfach dahin gehen. Ich habe mich schon gewundert. Achso, das haben wir schon. Nein, das war das dumme Schlagloch, das wir uns nicht angucken können, weil die Scheinwerfer ja... Ich gebe es auf. So, wir gehen einfach mal zum Eingang, würde ich sagen. Ui, sieht sehr einladend aus, muss man sagen. Tor. Ach, guck mal. Ich sollte wohl nach einem vorschwörigen Schloss suchen. Wo kann das nur sein? Wie komme ich hier? Ah. Muss mich mit der komplexen Steuerung nochmal auseinandersetzen. So, hier haben wir... Oh, was ist denn das? Ein Lappen und eine Aale. Okay. Da ist noch der Busch. Ich brauche etwas Scharfes. Wie wäre es mit der Machete? Ja, hahaha. Ich muss nochmal. Ui, ist ja direkt interaktiv. So, was haben wir uns da jetzt geholt? Einen Wagenheber. Auch sehr gut. Können wir schon zum Schloss? Oh. Oh mein Gott, ein Wolf. Was war das? Wölfe, hier stimmt etwas nicht. Ja. Es gibt keinen Weg über den Graben. Der Wolf hat die Brücke zerstört. Warum muss meine Schwester auch in einem Schloss wohnen? Warum muss sie sich Wölfe auf dem Schloss halten? Das wäre meine erste Frage gewesen. Oh, die dramatische Musik setzt ein. So, können wir denn den Wagenheber hier benutzen? Aus irgendeinem Grund? Nein. Natürlich, einen Wagenheber kann man nicht am Wagen bewenden. Natürlich nicht. Gut, dann nehmen wir doch mal den Lappen und machen das hier. Ah. Dat Animations. Wunderbar. Haben wir den Lappen noch? Natürlich nicht. So, jetzt können wir hier diesen Frosch rausholen. Das ist aber ohne Wert, komme ich nicht heraus. Das. Naja. Können wir da die Aale dafür benutzen? Ja, perfekt. Ja, kratz zweimal drüber, dann kommst du dran. Sehr gut. So, was hatten wir jetzt noch? Den Wagenheber. Aber jetzt können wir erstmal hier rüber wieder gehen und da rein. Das ist ja wunderbar, wie das hier schon funktioniert. Vielleicht spielen wir es einfach in der ersten Folge durch. Okay, wir spielen es nicht in der ersten Folge durch. Och nö, ich mag sowas nicht. Kann ich mal bitte die Info haben? Ja, das ist mir schon klar. Ich wollte vielleicht das Musik, kann ich das irgendwie drehen oder gehört das dann? Was ist neu? Achso. So, dann probieren wir das mal so. Das sieht doch aus, wie wenn es zusammengehört. So. Ja, geh da hin. Okay. Ah, ich sehe schon, es gibt eine Katze in irgendeiner Form. Aber das müssen wir drehen irgendwie. Aber wie? Okay, wir können es scheinbar nicht drehen. Ah. I see. Ich glaube, das ist ein Wolf und keine Katze, aber was soll's. Auch das sollte man in der Natur nicht unbedingt verwechseln. So, da liegt also der eine. Das sieht mir aus, wie wenn das... Nein, nach unten kann es ja nicht gehören. Aber das hier gehört doch sicherlich... Passt das so? Ich glaube. Ach, guck mal, dann setzt es sich auch direkt fest dahin. Ist ja clever. So, wir können es lösen lassen, aber das machen wir natürlich nicht. Da sind wir natürlich viel zu schlau dazu. Dass man es nicht drehen kann, macht das Ganze insofern leichter, dass man schon mal weiß, wo die verschiedenen Eckteile hingehören. Kommt das hier? Nein, das kommt hier nirgends hin. Wir gucken erstmal hier unten noch. Das kommt dann irgendwo hier hin geschätzt. Jawohl. Das kommt da oben hin. Ach Mensch, geht aus dem Weg. Nein, weg da. So. Das kommt dann dahin. Ich mache einfach mal zuerst hier den... den runden Kreis hier rum. Kreise sind meistens rund, ich weiß. So, was... Huch, ach da. Dann das dahin. Das kommt dann hier hin. So. Ach, das kommt dahin.
Das da oben rein, das kommt hier hin. Nein, das kommt nicht dahin, kommt das hin. Weiß ich noch nicht, machen wir später. Das kommt hier hin, das kommt dahin, das kommt dahin, das hier. Das kommt vermutlich dahin, da kommt das Menü. Ach, das kommt hier hin. Ach, da unten ist noch Platz. Ah, so, zack und zack und zack. Wunderbar, haben wir das gemacht. Jetzt können wir direkt hier reinstürmen. Ui, auch das sieht sehr hübsch aus hier. Was haben wir denn hier? Was für ein seltsamer Ort für ein Schild. Für einen Schild. Ja, ach so, das ist tatsächlich ein Schild, ja. Was stand da noch? Das Schild ist ziemlich fest angebunden. Ja, von mir aus. Ist das eine Warnung? Ja, bestimmt. So, hier haben wir ein Blatt. Oh, und eine Taschenlampe. Sehr gut. Taschenlampen kann man immer brauchen. Wenn ich etwas nach ihr werfe, lässt sie das Ding bestimmt vor Schreck fallen. Den Wagenheber. Och Mann, die Taschenlampe. Warum kann sie denn das nicht nach ihm werfen? Der Wagenheber wäre da sehr effektiv. Brücke. Der Pfosten der Hängebrücke ist beschädigt. Ich muss ihn anheben, um die Brückenteile festzuzurren. Na gut, dass wir einen Wagenheber dabei haben, ne? Ja, wunderbar. Das ist ja hier like a boss. Das ist eine Schlange oder das? Nein, das ist ein kurzer Seil. So, da waren wir ja schon. Die Seilbrücke hängt durch. Ich muss sie festzurren, bevor ich den Fuß drauf setze. Wie wär's mit dem Seil? Huh? Ich wette, das geht es mit dem Seil. Kann ich denn das Seil nach der werfen? Das würde auch wenig Sinn machen. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ne, da kommen wir überall noch nicht hin. Vogel. Ja, aber das muss doch mit dem Seil gehen. Okay, anscheinend muss das nicht mit dem Seil gehen. Ist doch nicht irgendwo hier? Ne. Strange. Können wir das Seil irgendwo anders brauchen? Ich weiß es nicht mehr. Da ging es ja an. Kommen wir mit dem Seil etwa da hoch? Nee. Ich glaube, ansonsten gab es hier aber nichts mehr zu tun, oder? Nö. Was machen wir denn da mit dem Seil? Was können wir... Nee. Können wir das anleuchten? Nee, was auch immer das für einen Sinn ergeben würde. Gut, dass wir die Machete weggeworfen haben. Ich habe mir gedacht, dass wir die nicht mehr brauchen. Ich muss sie festzurren. Ja, festzurren. Mit was denn? Geht es mit der Taschenlampe aus irgendeinem Grund? Nein. Sehe ich hier gerade irgendwas? Übrigens, in diesem Modus, wo wir jetzt spielen werden, nicht wie im ersten Teil. Wir haben es ja im ersten Teil noch auf leicht gespielt. Da wurden ja immer benutzbare Objekte und sowas oder Gegenstände hier auf der Karte wurden ja so glitzern angezeigt. Das gibt es im fortgeschrittenen Modus, den wir jetzt hier spielen, nicht mehr. Dauert also noch länger. So, hier haben wir nichts. Ach, guck mal an, da können wir doch hinkommen. Unfassbar. Da unten ist ein Streitkolben. Ich brauche einen Haken, um ihn mir zu angeln. Was? Vielleicht muss ich ja gegen Ritter kämpfen. Mein Gott. Hoppla, das ist kein einfacher Graben. Eine steile Klippe mit schäumender Brandung darunter. Keine Chance. Kann ich das mit dem Seil holen? Nein. Wir müssen also nachher noch Streitkolben angeln machen. So, jetzt können wir aber erstmal hier mit dem hier das festzurren. Hui. Oh mein Gott. Der Wolf. Schon wieder dieser Wolf. Was geht hier vor? Ich hoffe, Luisa und ihre Familie sind in Sicherheit. Ja, bestimmt. Sie sind im Haus, da sind sie in Sicherheit, ne? So. Ich muss einen Weg finden, den Nebel wegzublasen. Bitte was? Wieso musst du denn den Nebel wegblasen? Ist das eigentlich... Steht da jemand? Sieht aus, wie wenn da jemand steht und eine Klinge hat oder was anderes. Entschuldigung. So, hier haben wir jetzt einen Haken. Ja. Zum Kamin. Hä, wieso zum Kamin? Das ist eine Tür. Der Nebel ist zu dicht, darin wäre ich komplett blind und wenn ich in den Abgrund stürze... Ja... Dann müssen wir den Nebel wegblasen. Das ergibt natürlich Sinn. Ui! Das ist ja hübsch hier. Sessel. Doch, was wäre, wenn ich einen Magneten verwende? Unter der Polsterung ist etwas aus Metall. Ich kann es nicht erreichen. Ich möchte den Stoff eigentlich nicht zerreißen. Ja, er ist ja noch nicht zerrissen, Gott sei Dank. Oh Gott. Das ist Schachbrett. Okay. Der Schachbrett ist bereit für eine Partie, aber wo sind die fehlenden Figuren? Ja, das ist hier die Frage. Müssen wir also noch Schachfiguren finden. So, Kamin.
Was sind das? Eine Kohle wird ausreichen, um ein Feuer zu... Ja, das ist... Kohle ist zu heiß, um sie anzufassen. Ja, auch das ist wahr. Kaminsims. Hui. Hier fehlen einige Statuen, ich sollte sie zurückbringen. Was? Das Porträt bewegt sich. Ich glaube, dahinter ist etwas. Ich kann es jedenfalls nicht zerschneiden. Der Geist könnte es mir übel nehmen. Ja, natürlich. Das ist logisch, der Geist. Ne? So. Was haben wir denn hier? Tür. Ich muss den Schlüssel finden. Geht's hier noch? Okay, es geht nach oben, es geht nach draußen zum Rittergang. Was wir jetzt aber kurz machen, ist hier mal ganz zurückgehen und uns den Streitkolben angeln. Dafür haben wir, glaube ich, den Haken bekommen. Guck an. Das funktioniert direkt. Das ist ja fantastisch. So, dann nochmal rein. Und dann gucken wir jetzt erstmal zum Rittergang. Warum brennt es denn jetzt hier? Ich muss das Feuer sofort löschen, bevor es sich ausbreitet. Das Feuer breitet sich aus. Ich bekomme das Gefühl, dass ich hier unerwünscht bin. Ich dachte, unverwüstet. Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Meine Vermieterin hat irgendwelche Freunde zu Gast oder auch nur eine Freundin und sie unterhalten sich sehr laut und sind bester Dinge. Ich weiß nicht, ob sie schon Alkohol konsumiert haben. Habe ich nicht gesagt, ne? Ich hoffe, ihr hört dieses schrille Lachen im Hintergrund nicht. So, haben wir eigentlich was zum Feuerlöschen? Naja, haben wir natürlich nicht. Wir können es ausschlagen. Oh, guck mal, da ist ein Schmetterling. Ach, da kommen wir aber nicht hin. Okay, also hier müssen wir das Feuer zuerst löschen. Gut, jetzt geht's zur Galerie, aber ich würde sagen, die erkunden wir dann erst in Folge 2 von Grim Tales, das Vermächtnis. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei allen, die auch bei diesem Let's Play wieder mit dabei sind. Ich hoffe, der eine oder andere freut sich vielleicht, dass wir nochmal zu Grim Tales zurückkehren, hier nach einem Jahr Abstinenz. Und wir sehen uns dann übermorgen zu Folge 2 wieder. Bis dahin, tschüss, bye bye.